hier muss ich erstmal warten. Ich brauche mal ein bisschen. So. Okay, ach so, das war nur ablenken. Tschüss. Alter. Das war aber völlig übertrieben, oder? So, die finden mich jetzt nicht gleich. Tschüss. Okay, Mucke nervt gerade ein bisschen sehr. Wie viele rennen hier so rum? Nein, keiner gehört. Was mit ihr denn? Hier kann ich nichts weiter machen. Kann Verstärkung rufen. Was die denn? Kann immer noch Verstärkung rufen? Kann immer noch Verstärkung rufen. Das ist ja toll. Ich bräuchte einen Unterbrecher oder sowas. Wo ist denn der andere gezuppelt jetzt? Da hinten ist noch einer. Ja, weck die halt wieder auf. Kann es sein, dass sie nicht darauf reagieren? Wenn man dann mal ein Geräusch von sich gibt? Gut, die ist schon mal weg. Und die weckt die jetzt wieder auf, ne? Oder die? Ja. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier hinten mal ein bisschen reinkommen. Nicht gerade eine Tür. Hier war eine Tür. Durch die ich so gar nicht komme. Das ist ja toll. Es gibt keinen Hintereingang oder was? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Da hat kurz das Spiel gestoppt. Es gibt keinen Hintereingang. Toll. Kann ich den jetzt ablenken, mal so langsam?
Selbst blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt auf den Highway fahren wollen. Vor allem, weil ich hier gerade nichts machen kann. Aber schön, dass das Auto nicht so schnell fährt, wie ich gehofft habe. Kabumm. Ich fahre mal wieder runter, glaube ich. Das ist jetzt hier Kopf und so. Ihr Gesicht ist zu dunkel. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Nein, natürlich nicht. No, toll. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweide festhalten. Ich sehe nix. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, klar. Hast du das gehört? Ich bin ein Moin. Achso, X muss ich ja drücken. Ja. Aber das. Oh, das ist so meta. Darf ich mal? Musst du dich verstecken? Ja, ich arbeite dran. Boah, ey, ich komme hier nicht weg. Ach, du ahnst es nicht. Fahr! Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Nein, sehe ich nicht. Verdammter Helikopter! Scheiße, ich kann noch nicht mehr hacken. Toll. Ah, hier sind überall Cops, Alter. Ernsthaft? Ich komm nicht weg. Hier wimmelt's vor Bullen. Und zwar überall. Nee, hab ich wieder gefunden. Ja,
Boah, Alter. Sind alle weg. Das war scheiße. Das war scheiße. Alter, das war ein Fahndungslevel, Junge. Sie sind nicht Devon. Devon von Devon ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devon. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Ja. Alter, das war gar nicht mal so einfach. Vor allem, wenn dann irgendwann das Hacken ausgeht, das ist blöd. Muss ein bisschen übersichtlicher laufen. Also, war gerade leichte Panik-Überreaktion. Muss ich gestehen. Hätte besser laufen können. Mucho besser. Dementsprechend sieht dann jetzt natürlich auch Le Auto aus. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben Kit. Wir haben Kit. Wir haben Kit. Das ist voll das Kit-Auto. Vorsicht. So, gleich da. Da ist Lalula, aber das galt nicht uns. Wir sind wieder in Cognito. Huiuiui. Alter Schwede, das war nice. Fetter Motor. So. Oh Mann, dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja Mann, Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es der hat hochentwickelt. Was? Oh Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devon von Devon. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt. Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Yay. Wir haben Missiones abgeschlossenes. Und wir haben, glaube ich, ein paar Follower dazu gewonnen. Kerndaten. Neue Mission verfügbar. Ich gucke. Immer noch nicht abgeschlossen. Ach, leck mich doch fett. Finde die Kerndaten. Mission wird verfolgt. Machen wir. Das tun wir. Aber nicht mehr heute, denke ich. Ja, mit diesem gar vorzüglich anmutenden Kit-Fahrzeug in dieser vorzüglich anmutenden Garage, wo offensichtlich eine riesige Drohne hängt mit einem Gehirn, beende ich diese heutige Aufnahme. Und ja, bis jetzt macht Spaß. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge, aka nächste Aufnahme wieder. Ich bin der Mechaniker, ich bin kein Hipster und ich bin raus.